Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wochenhoroskop. Hallo Kirsten. Ja, hallo Roé, schön, dass du da bist. Jo, dann lass uns doch starten. Ja, bevor wir starten, vielleicht noch einmal allen da draußen ein frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Bescherung. Der Roé hatte ja auch die Kerzen angezündet und ja, wir sind nicht live. Wir nehmen das hier heute für euch auf und zwar in einer verkürzten Fassung, weil wir heute schon 2 Stunden damit zugebracht haben, für euch da zu sein und was aufzunehmen. Die Aufnahme ist uns nicht gelungen. Wir versuchen es jetzt erneut. Ja, gibt es eine Kurzversion, was astrologisch auf unsere Zuseher zukommt? Natürlich gibt es die. Wir haben ja gerade die Sonne im Steinbock. Am Freitag ist sie in den Steinbock eingetreten. Sie ist dort mit dem rückläufigen Merkur unterwegs und die beiden stehen eng beieinander. Das heißt, dass das Thema Gedanken machen über die Vergangenheit, um dann in die Zukunft zu gehen, was für die letzte Woche des Jahres ja total angebracht ist, steht im Vordergrund. Wir haben derzeit noch Mars im Schützen. Zu ihm gesellt sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden, Verzeihung, am Freitag in den späten Abendstunden Venus im Schützen. Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden um 1:30 Uhr haben wir den letzten Vollmond des Jahres, den Krebsvollmond. Ja, und der Mars ist weiter im Schützen unterwegs. Das sind so die wichtigsten Stationen. Auch noch ganz interessant, am Sonntag, also am Silvestertag, da wird Jupiter, der Planet des Glücks, wieder direktläufig. Von daher eine Woche, in der viel Feierstimmung herrscht, ein wenig Besinnlichkeit und mit dem Vollmond im Krebs lässt sich das Jahr natürlich auch noch mal besonders gut abschließen. Cool. Wie sieht es denn aus? Du hast ja einen Spirit Guide bereitgelegt. Yep. Möchtest du uns den gerne Ja, zeigen? der kommt heute aus den Orakelkarten von Wilder Weiser Wald, also www. Dirk Grosser und Janine Appel hatten die Karten oder Zeichen für die Karten verantwortlich. Und ja, ich fand sie sehr schön und ich möchte euch den Spirit Guide nicht vorenthalten. Ja, deine Botschaft aus dem Wald. Ich mache das gleich ein bisschen näher ran, damit ihr da das besser sehen könnt. Ja, und wir haben hier die Eule, die uns hier die Botschaft aus dem Wald gibt. Nicht nur alte Uhus können weise sein. Auch du hast eine ganz eigene Weisheit in dir. Du weißt, was das Richtige ist, und wenn du es tust, handelst du weise. Also ein sehr schöner Spruch, finde ich auch toll. Ja, die Eulen haben ja auch, oder die Uhus haben ja auch eine ganz große Kraft und sind auch sehr nette Tiere, sehr soziale Tiere auch und tragen auch sehr viel für die Gesundheit eines Waldes bei. Sind Ja, und sie Nachtwächter. passen natürlich schön in die Rauhnächte. Die starten ja jetzt dann offiziell morgen früh, auch in der Geheimnisakademie. Und ja, finde ich ein gutes Omen für die anstehende Woche. Ja, und dann sind wir schon bei den Karten für die Woche. Die kommen heute aus den Mythen und Märchen und du hast ja die sicher schon vor kurzem auch geunboxt. Kannst du Ist schon vielleicht etwas länger her, aber ich habe sie geunboxt, ja. und kannst du etwas über sie kurz erzählen? Es ist ein Deck, in dem jede Karte einem Mythos oder einem Märchen zugeordnet ist. Ja, und wenn das so ist, dann lass uns doch gleich beginnen, weil wir haben ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch noch Tierkreiszeichen. Bingo, da sind sie schon. Und haben ein, juhu, wir haben ein neues Geburtstagskind.
Und das ist der Steinbock. Ja, Happy Birthday, lieber Steinbock. Ich werde heute nicht viel zur Astrologie sagen. Du hast die Sonne in deinem Zeichen, Merkur in deinem Zeichen. Es ist Zeit für dich, nochmal dein Jahr Revue passieren zu lassen und dich auf dein Neues vorzubereiten. Das ist natürlich für alle Zeichen so, aber für dich ganz besonders. Und der Vollmond in deinem Gegenzeichen Krebs, der ist natürlich für dich auch ganz besonders wichtig. Also wenn du am Mittwoch Zeit hast, da dir in aller Herrgottsfrühe um 1:30 Zeit zu nehmen, dann ist das eine sehr gute Sache für dich. Roy hat ja schon eine Karte bereitgelegt, die er dir jetzt zeigen wird. Und hier haben wir schon den Bagen der Schwerter. Und ich schaue mal schnell, was da in dem Beiheftchen über den Bagen der Schwerter steht. Und hier steht, da geht es um die Prinzessin Parisade. Es ist ein anatolisches Märchen. Und der Page der Schwerter stellt jugendliche Intelligenz. Ja, Prinzessin Parisade setzt ihren Witz und ihren Verstand ein, wo andere gescheitert sind und verliert dabei nie ihren Optimismus. Sie kündigt eine Neuanfrage an und hält neue Ideen für sich und andere parat. So viel zur Prinzessin Parisade. Und das passt auch sehr gut zu den Pagen der Schwerter für die folgenden Tage, für das Geburtstagskind. Und ihr seid aufgefordert, herzugehen, um ganz klar durch eure Woche mit Energie zu kommen. Und wenn ihr ganz genau hinschaut, dann seht ihr auch auf der Karte nicht nur das Schwert, sondern auch ein kleines Vögelchen. Und das weist ja auch schon auf Witz und immer mal ein Augenzwinkern, wenn es um Lösungswege geht. Ja, eine sehr schöne Geburtstagskarte für euch Steinböcke und ich denke, ihr werdet damit viel Spaß haben. Ja, das waren unsere Worte von uns für euch für die kommenden Tage. Für die Wassermänner ist astrologisch gerade nicht besonders viel los. Es gibt eigentlich keine Bewegung in den Luftzeichen und das bedeutet für euch, dass ihr eine ruhige Kugel schieben könnt. Auch euer Herrscherplanet Uranus bewegt sich gerade nicht weiter großartig. Genießt die kommende Woche und entspannt euch. Das wäre mein Rat für euch. Ja, welche Karte gibt's? Fünf der Münzen. Ja, es ist so eine unbeliebte Karte. Und hier haben wir ein dänisches Märchen. Es handelt das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. Ihr kennt es vielleicht von Hans Christian Andersen. Die Fünf der Münzen symbolisiert eine finanzielle Notlage und das Gefühl, vor verschlossenen Türen zu stehen. Das kleine Mädchen benötigt Hilfe, doch keiner will ihm beistehen. Es kämpft sich alleine ab, obwohl eine potenzielle hilfreiche Kraft so nah wäre. Ja, also das ist so eine, ja, das Märchen vom Mädchen mit den Schwefelhölzern in zwei Sätzen erzählt. Für die Wassermänner Hinweis, plagt euch nicht, sondern vertraut auf eure Basis, vertraut auf eure Kenntnis, vertraut auf das, was euch auszeichnet, und ihr werdet, auch wenn es hart aussieht, gut durch die kommenden Tage kommen und auch von daher gesehen schlussendlich wieder bei der nächsten Wochentausgruppe sicher wieder bessere Karten haben. Und von daher gesehen, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen bitter scheint, ihr kommt da gut über die Runden. Ja, es geht ja auch immer ein wenig um Einweihung bei der 5, also sich auf neue Zeiten einlassen, auf vielleicht auch unsichere Themen einlassen. Pluto wird nächstes Jahr im Januar in euer Zeichen gehen, Ende Januar. Und ich finde, auch das spiegelt die Karte schon so ein bisschen, die ja, Themen, die damit verbunden sind. Große Veränderungen stehen an. Habt keine Angst, geht einfach durch diese Tür. Ja, und das, liebe Wassermänner, waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage.
Die Fische sind dran. Liebe Fische, ihr profitiert noch bis Freitag davon, dass Venus durch das Wasserzeichen Skorpion reist und euch einiges an frischer Energie gibt. Das ist eine harmonische Konstellation, die euch hilft, euren Selbstwert hochzuhalten, auch wenn es manchmal etwas düster aussieht. Und ansonsten sind Neptun und Saturn für euch da. Sie reisen weiter durch euer Zeichen und sorgen dafür, dass ihr nicht nur große Träume träumen könnt, sondern sie auch manifestiert. Das ist das, was ich euch astrologisch heute mitgeben möchte. Lieber Roé, welche Karte hast du für die Fische? Ja, für uns Fische, aber auch für die Oberfischin Iris haben wir hier 7 der Kelche. Und hier reisen wir jetzt in den Orient. Hier sind wir bei einem sehr berühmten Märchen, nämlich bei Aladdin. Und Aladdin hat ja den Auftrag, an Wunderlampen ein bisschen rumzurütteln. Denn wenn er die streichelt und reibt, dann gibt es einen Geist, der rauskommt und der ihm dann auch hilft, wo es hingeht. Und so steht es auch in der Beschreibung. Die 7 der Kelche zeigt uns Aladdin vor ihm unendlich viele fantastische Träume. Es ist nicht möglich, dass er ihnen allen folgt und es ist wichtig, dass er eine weise und schnelle Entscheidung trifft. Geht das auch astrologisch zusammen? Auf jeden Fall haben wir ja gerade eine Konstellation in den Fischen, die einerseits große Träume ermöglicht, sagte ich ja gerade, Neptun, aber uns mit Saturn auch helfen kann, sie zu manifestieren. Ich glaube, dass es prinzipiell bei den Fischen ein Thema ist, dass ihre Träume nicht umgesetzt werden oft, weil sie da zu wenig Energie reingeben, ein bisschen zu langsam sind. Und diese Karte sollte euch dann dazu ermutigen, doch jetzt nicht zu verschlafen, sondern Nägel mit Köpfen zu machen, wenn euch etwas unter den Nägeln brennt. Ja, das war doch ein schönes, deutliches, klares Wort für die Fische. Liebe Fische, somit waren das unsere Worte für euch und die folgenden Tage. Auch für den Widder haben wir natürlich etwas mitgebracht. Astrologisch gesehen, lieber Widder, ist in deinem Zeichen auch nicht besonders viel los. Aber wenn Venus am Freitag in den Schützen reist, dann ist das für dich sehr angenehm. Dort befindet sich ja bereits dein Herrscher, der Mars. Und wenn Venus dazu kommt, dann herrscht ordentlich Flirtstimmung auch für dich. Genieße das, geh unter die Leute, ja, lerne gerne jemanden kennen, wenn du da auf der Suche bist und hab Spaß. Das wäre das Motto für mich, für dich, lieber Widder. Und Roé zeigt uns, ob das auch aus Sicht der Karten zutrifft. Schauen wir mal, ob die Karten uns auch Spaß vermitteln. Ui. Ja. Ja, wir haben es hier mit den 2 der Münzen zu tun. Und ich glaube nicht, dass du dieses Märchen kennst. Hier geht es nämlich um Ribisund. Ist das Mythos der Haider aus Nordwestamerika. Und die 2 der Münzen repräsentieren die Fähigkeit, gegensätzliche Kräfte im Leben auszugleichen. Bei Ribsund kollidiert die Welt der Bären mit jener der Menschen. Sie verkörpert die Dualität von Arbeit und Familie, Hobbys und Karriere, Wünsche und Bedürfnisse. Ja. Ein Hinweis für alle Wiedergeborenen, dass sie in den kommenden Tagen sich erlauben dürfen, auch mal Gegensätze anzunehmen, sich mal mit dem Gegenüber zu verbinden und auch das Gegenüber auch anzunehmen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Darstellung von diesen beiden Zwillingskindern. Genau, die können ja ihre Gestalten wandeln, weil ich kenne das Märchen. Und sie können halb Bär, halb Kind oder gar nicht Kind sein oder nur Bär oder nur Kind. Und das ist natürlich etwas, was wir mit den 2 der Münzen gut verbinden können, ne, wo es ja auch darum geht, möglichst flexibel auf unterschiedliche Situationen zu reagieren, mal den Bären rauszulassen, mal den Menschen. Ja, eigentlich eine sehr nette Umsetzung dieser Karte. Ja, und so, liebe Wiedergeborenen, haben wir natürlich hier euch wunderschöne Worte gegeben und gleichzeitig haben wir gelernt, dass Kirsten auch Märchen aus Nordwestamerika kennt.
Ja. Soll sie nur wieder mein Bildschirm so einrichten, wie ich ihn ganz gern hätte. Und die Jingle ist auch schon hier. Moment. Jing. Kommt gleich wieder. Hier ist die Karte für die Stiere. War das jetzt der Jing? Das war der Jing, der kommt gleich. Mister, das Ding verschwunden, tut mir leid. Ihr müsst euch damit abfinden. Ja, es ist gut für Kirsten. Jetzt, weil sie wenig Fantasie hat, habe ich ja auch noch den Jing so nachgeliefert. Für all die Fische hätten das natürlich gekannt. Liebe Stiere, schön, dass ihr da seid. Auch ihr bekommt jetzt eine kleine Nachricht aus der Welt der Sterne. Was ist los bei euch? Kommt der Schneckenwitz. Venus reist ja durch euer Gegenzeichen Skorpion noch bis Freitag und das ist für euch weiter gut. Ihr werdet angeflirtet. Es ist eine allgemeine positive Stimmung für euch. Venus ist eure Herrscherin. Von daher ist es für die Venus selbst und für euch nicht ganz so toll, dass sie im Skorpion ist, denn das ist eine wenig anstrengende Energie für euch. Umso besser, dass sie am Freitag dann in den Schützen geht. Dann ist zwar nicht mehr so von außen die Flirtstimmung, aber ihr seid dann richtig in Partystimmung, um euer Silvester zu genießen. Und dass auch noch Jupiter in eurem Zeichen am Silvestertag direktläufig wird, das ist natürlich ganz besonders toll. Und das bedeutet, dass ihr mit viel Glück in das neue Jahr startet. Was will man mehr? Ja, was will man mehr? Man möchte jetzt noch eine gute Karte, lieber Roé. Ja, immer gute Karten. Bam! Neun der Schwerter. Ne? Neun der Ja, super Schwerter ist nämlich gemacht, das, ja. was man sagt, muss das sein. Aber die Neun der Schwerter zeigen uns mal grundsätzlich, dass wir uns mit unseren Gedanken auseinandersetzen müssen und auch, dass wir es eigentlich in der Hand haben, ob wir unsere Gedanken konzentrieren können. So, und jetzt finde ich auch noch gleich das dazugehörige Märchen, außer die Kirsten ist wieder mal schneller wie ich. Ist ja kein Märchen, sondern ein Mythos, und zwar der von Ödipus. Ist eine Sage. Steht hier. Ich zitiere Ja. nur das Heft. Ist eine griechische Sage. Die Neun der Schwerter steht für Entscheidungen, die aus Angst getroffen werden. Das Orakel von Delphi warnt den König, dass ihn sein Sohn Ödipus eines Tages töten wird. Hätte er seine Frau überwunden und seinen Sohn in Liebe großgezogen, hätte er seine Furcht überwunden und seinen Sohn in Liebe großgezogen, wäre dem König sein Schicksal erspart geblieben. Hätte er seine Frau überwunden. Völliger Quatsch. Entschuldigung, das war falscher Text. Ja, die Neun der Schwerter zeigt anscheinend, dass es darum geht, sich nicht Ängsten hinzugeben, was ja durchaus etwas ist, was der Stier gerne tut, wenn es um Stabilität und Sicherheit geht, immer wenn es ins neue Jahr geht. Ich würde sagen, dass der Stier aufgerufen ist, mutig und mit ja so wenig Angst wie möglich in dieses neue Jahr zu starten, auch wenn wir in unsicheren Zeiten leben. Oder wie siehst du das, Roé? Ja, das ist ganz klar Kopfkino, was wir hier auch haben. Und die Stiere sind aufgefordert, dies zu überwinden und herzugehen und zu sagen, nee, jetzt ist mal gut, es ist ja nicht alles nur Intellekt und hast du nicht gesehen, sondern es ist auch immer eine Portion Leben. Und das ist halt schwierig, wenn man in einer Form des immer wieder rückzuschauen, immer wieder zu überlegen, so ist das schwierig. Aber die Stiere sind aufgefordert, loszugehen, aufzuhören, rein zu fühlen und rein zu denken, sondern herzugehen und endlich mal Sache zu machen. Ja, bisher hatten wir noch kein großes Arkanum, stelle ich fest. Vielleicht bedeutet das, dass diese Woche eher eine Woche ist, in der wir ja, ein bisschen wirklich die Seele baumeln lassen können. Und auch wenn ihr jetzt die Neun der Schwerter bekommen habt, liebe Stiere, versucht doch auch mehr ins Gefühl zu gehen.
ins euer Vertrauen und nicht so sehr auf das zu hören, was euch irgendwelche falschen Orakel sagen. In diesem Sinne, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Liebe Zwillinge, für euch steht an, dass Venus in euer Gegenzeichen Schütze reist am Freitag. Das ist natürlich angenehm für euch. Alles, was ich eben übers Flirten gesagt habe beim Stier, wird nun auf euch verlagert. Es kann manchmal sogar ein bisschen too much sein, weil ja Mars auch noch in eurem Gegenzeichen ist. Und dadurch ihr nicht nur Flirtiges, sondern vielleicht auch die ein oder andere Diskussion, vielleicht sogar Aggression abbekommt. Ansonsten ist in eurem Zeichen derzeit Ebbe. Ich sagte ja auch, in den anderen Luftzeichen ist gerade nicht viel los. Euer Herrscher Merkur ist natürlich rückläufig und zwingt euch auch ein wenig dazu, über die Vergangenheit nachzudenken und daraus abgeleitet neue Pläne zu machen. Wir schauen mal, wie sich das auswirkt auf die Karte, die Roig für euch gezogen hat. Wir bleiben bei den Schwertern und hier haben wir die 6 der Schwerter und ich schaue gleich mal los, worum es da eigentlich geht bei den 6 der Schwerter. Ah ja, wir bleiben bei den Griechen, wir bleiben bei den Sagen, Danae und Perseus. Die 6 der Schwerter zeigt, wie stürmische Gewässer verlassen werden, um eine friedliche und hoffnungsvolle Zukunft anzusteuern. Nachdem sie von ihrem eigenen Vater gefangen gehalten wurde, fliehen Danae und ihr kleiner Sohn Perseus. Dieser wird schließlich als Mann die Gorgone Medusa töten. Ja, auch eine schöne Sage. Und wir sehen, die Väter kommen da nicht so gut weg, weder bei Ödipus noch bei der Danae. Hier geht es ja darum, zwischen zwei Ufern zu sein, auf dem Wasser, eine perfekte Karte eigentlich, um sich gedanklich treiben zu lassen zwischen den Jahren. Die Karte ist auch Merkur zugeordnet, Merkur im Wassermann. Von daher, liebe Zwillinge, macht es Danae und Perseus gleich und lasst euch einfach jetzt mal über das Wasser treiben, bis ihr an der Stelle ankommt, wo ihr gerne sein möchtet, im neuen Jahr. Ja, und mit diesen Worten, liebe Zwillinge, wünschen wir euch eine tolle Woche. Damit sind wir bei der Trinkpause angelangt, die ich gerne wahrnehmen möchte, auch wenn wir hier heute einen Speed-Durchgang machen. Speed-Karten ziehen. Hast du etwas Neues zu sagen, lieber Roy? Ich habe die kommende Woche ein bisschen, wenig bis nichts. Das nächste Ruhes Nachgedanken wird im nächsten Jahr kommen. Also es ist in diesem Jahr keine Sendung mehr geplant. Ich werde vielleicht das eine oder andere Mal bei Christopher vorbeischauen, mal gucken, wie sich das wie anfühlt, wenn der Ruhe am Morgen bei Christopher beim Runengeheimnis oder bei seinem Rauhnachtsgeheimnis dabei sein wird. Und du? Was ich zu sagen habe, ist, dass es zwar einen Vollmond gibt, das habt ihr gehört, aber es wird keinen Impuls geben dazu dieses Mal. Es wird auch kein Orakel geben und auch keinen Rat der 3. Das liegt daran, dass wir im Urlaub sind und einfach mal auch ein bisschen uns ausspannen möchten. Das ist natürlich nicht so schön für die Krebse, aber liebe Krebse, ihr bekommt dafür jetzt gleich eine schöne Karte, hoffe ich. Und ansonsten freuen wir uns, Rui und ich, auf jeden Fall auf die Rauhnächte. Es wird sicher eine schöne Zeit. Wir werden keine Astro-Sachen jetzt machen über die Rauhnachtszeit, aber auf dem Kanal von Tarot und auf dem Runenkanal gibt es natürlich jeden Tag etwas zu sehen. Das nächste Wochentaroskop,
Was dann Silvester ist, wird auch wieder live stattfinden. Da freuen wir uns schon drauf. Und es wird ein bisschen eine Special Edition. Wir werden wahrscheinlich um 18 Uhr bereits beginnen, einfach weil wir eingeladen sind noch zum Feiern. Ich bin mir sicher, viele von euch sind auch eingeladen irgendwohin und oder ladet selbst ein und deswegen schon um 18 Uhr. Könnt ihr euch ja schon mal notieren. Oder kontrollieren, ob ihr wirklich auf den Kanal der Geheimnisakademie schon vernetzt seid. Trinkpause durch. Ja, sehr gerne. Ja, dann. Als nächstes kommt, wie angekündigt, der Krebs dran. Und liebe Krebse, für euch ist das schon eine besondere Woche. Der Mond reist ab Dienstagnachmittag durch den Krebs. Seit heute ist er in den Zwillingen bis Dienstag. Und das bedeutet, dass wir einen Vollmond haben werden, nämlich am Mittwoch, ich erwähnte es bereits, um exakt 1:33 Uhr findet der einzige Vollmond dieses Jahres im Krebs statt, der dann auch das Jahr wirklich so zum Abschluss bringt, auch auf der emotionalen Ebene. Ansonsten verlässt Venus ja den Skorpion. Das bedeutet auch für euch, dass Venus nicht mehr so mit euch unterwegs ist, wie sie das in den letzten Wochen war. Aber dieser Vollmond ist halt das, worauf ihr euch am meisten konzentrieren solltet. Es ist euer Vollmond. Das bedeutet alles, was ihr zur Zeit eures Neumondes in eurer Geburtstagszeit angestoßen habt, das kommt jetzt nochmal auf den Tisch, wird überprüft, vielleicht auch abgeschlossen. Und dann geht's weiter ins neue Jahr. Und lieber Roué, wie sieht denn die Karte für die letzte Woche der Krebse aus? 10 der Stäbe. Und die 10 der Stäbe sind natürlich was ganz was Spezielles, finde ich. Also diese Darstellung. Das Märchen dazu kommt aus Guarani. Das ist in Südamerika. Der Dimbo-Baum. Die 10 der Stäbe steht dafür, zu viel auf sich zu nehmen und Hilfe abzulehnen. Als Saguas Tochter vermisst wurde, suchte er vergeblich alleine nach ihr. Ein Timbo-Baum wuchs nach seinem Tod aus seinem Ohr und trägt die Früchte, für die er hart gearbeitet hatte und die er nie genießen durfte und konnte. Das klingt traurig. Gleichzeitig finde ich das Symbol schön, wie hier aus dem Tod Leben erwächst. Das hat ja ein bisschen was Alchemistisches, ne? Gefällt mir gut, die Karte. Ja, und vielleicht auch so ein Hinweis, du darfst dir helfen lassen. Ja, du musst nicht alles alleine machen. Es gibt immer Ja, Hilfe. wenn wir uns auf den Vollmond beziehen, ne, dann könnte man ja auch sagen, dass hier etwas zu Ende geht. Aber etwas Neues daraus entsteht und ihr vielleicht, liebe Krebse, den Fokus auch darauf legt, nicht nur, dass ihr traurig seid, dass Dinge zu Ende gehen, sondern was das eigentlich in euch Neues zum Erblühen bringt. Ja, und darum, liebe Krebse, lauscht der weisen Worte von Kirsten, denn dies waren sie für euch und die kommenden Tage. Liebe Löwen, ihr seid nun dran und wenn es einen Vollmond gibt, dann ist das auch wichtig für euch, denn jeder Vollmond ist immer auch mit der Sonne verbunden. Die Sonne steht jetzt ja gerade im Steinbock. Das ist jetzt nicht das Zeichen, mit dem ihr die meisten Energien teilt, eher weniger. Aber dennoch ist dieser Vollmond sicher wichtig für euch, auch für euch, um Dinge abzuschließen und nicht sie mit ins nächste Jahr zu ziehen. Außerdem unterstützt euch Venus ab Freitag, wenn sie in den Schützen geht. Dann unterstützt sie euch genauso, wie sie das beim Widder tut. Viel Energie für euch, viel die Möglichkeit, wieder zu mehr Selbstwert zu finden und zu Seelenstärke. Ja, ich bin einfach gespannt, ob das mit der Karte übereinstimmt, die Rui für euch gezogen hat. Ass der Münzen. Das Ass der Münzen führt uns zu Neuanfängen,
finanziellen Gelegenheiten und Wohlstand. Und das Märchen dazu kommt aus England und ist Hans und die Bohnenranke. Ja. Dieses Geschenk mag unerwartet kommen, so wie magische Bohnen. Aber indem man es nährt und pflegt, können die Erträge wunderbar sein. Es ist Zeit, Träume wahr werden zu lassen. Ja, vielleicht auch die Aufforderung, auch wenn das Wetter nicht ideal ist, einen Wunschbaum zu pflanzen, damit er so hochschnellt wie die Bohnenranke von Jack, wie er im Englischen heißt, und dann dort oben Schätze zu finden. Ist ja eigentlich ein bisschen wie das Märchen von Frau Holle, ne? Das, also es geht nicht nach unten, sondern nach oben, aber irgendwie dieses verdrehte Weltthema ist da auch drin zu sehen. Ich finde das noch schön, auch die Blumen, die man auf dieser Bohnenranke sieht. Also es sind nicht nur die Bohnen, die da wachsen, sondern auch Blüten. Schöne Darstellung. Liebe Löwegeborenen, das war so ein Hinweis, in Zukunft vielleicht doch mehr ins Gemeinsame zu gehen und sich zu erlauben, aus einer Bohne, einem Setzling, was auch immer, eine schöne Pflanze zu machen. Dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Für die Jungfrau ist es ein wenig herausfordernd, dass Merkur jetzt rückläufig so nahe der Sonne durch den Steinbock läuft. Denn das betrifft euch, liebe Jungfrauen, direkt. Steinbock-Erdzeichen. Jungfrau-Erdzeichen. Natürlich macht es euch nicht so viel aus mit dem rückläufigen Merkur. Ihr mögt es ja aufzuräumen und zu restrukturieren und Troubleshooting zu betreiben. Alles das passt zu dieser Konstellation. Dennoch ist es so zwischen den Jahren nicht das, was wir unbedingt tun wollen. Das Aufräumen ist ja sowieso in den Rauhnächten verboten. Von daher werdet ihr vielleicht damit zu ringen haben, dass ihr da große Bedürfnisse habt und sie nicht ausleben könnt. Ja, ansonsten ist bei euch keine große Veränderung in Sicht. Und deswegen schauen wir jetzt mal, welche Karte ihr bekommt. Ja. Vierter Schwerter. Heute sind wir sehr kopflastig, finde ich. Ja. Ja, hier gehen wir in den Norden, nach Skandinavien. Wir sind beim Fenriswolf. Die Vierter Schwerter signalisiert eine Waffenruhe. Die nordischen Götter wissen, dass der Fenriswolf das Ende der Welt bringen wird, also fesseln sie ihn und ketten ihn an. Obwohl er immer noch eine Gefahr darstellt, herrscht einmal eine Atempause. Na, passt zu den vier Schwertern, ne? Oder wie siehst du das? Ja, das passt sehr gut. Es passt auch so ein bisschen dazu, dass ich gesagt habe, dass der Jungfrau vielleicht schwerfällt, sich zurückzuhalten beim Aufräumen. Also es ist eine erzwungene Ruhepause. Versucht einfach nicht alles aufräumen und lösen zu wollen. Manche Leute starten ja in die Zeit zwischen den Jahren mit einer riesigen To-Do-Liste, sondern werft sie weg und ruht euch ein wenig aus, damit ihr nicht so gequält aussieht wie dieser arme Wolf. Ja, ganz eine traurige Sage eigentlich, ne? Dass man sagt, so die Erde ist endlich. Aber, liebe Jungfrauen, noch, ich sage, Paulchen Panther immer so schön, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Und in diesem Sinne, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Für die Wagen ist es interessant, dass Venus, eure Herrscherin, wieder mal das Zeichen wechselt. Im Skorpion, das war jetzt nicht so euer Ding, das war euch ein bisschen zu fest, das Ganze zu emotional. Ihr möchtet es ja lieber, wenn die Dinge harmonisch und in der schönen Oberfläche bleiben. Aber wenn jetzt die Venus am Freitag in den Schützen geht, dann könnt ihr wieder aus den Vollen schöpfen. Das bringt euch Glanz, Brillanz und gute Laune. Sehr schöne Konstellation eigentlich für euch. Und das ist es eigentlich auch, was wichtig für euch ist. Von daher, lieber Rui,
Welche Karte bekommen denn die Wagen? Ah. Drei der Münzen. Ja, und jetzt sind wir im Nepal. Wir sind bei Banyarkari und Banyakarini. Ne? Und die drei der Münzen bedeutet, voneinander zu lernen. Die grimmigen Banyakri und Banyakrini lehren, wie man ein Schamane wird. Sie sind fordernd, aber ihre Lehrlinge und auch der Lehrling ist engagiert. Alle drei stecken viel Arbeit hinein, um die nächste Generation heranzuziehen. Und das zahlt sich aus. Ja, es sieht ja sehr konstruktiv aus, wie ich finde. Also, das hätte die Jungfrau sicher gerne, so ein bisschen so eine arbeitsame Karte. Für euch scheint die kommende Woche zu flutschen aus Sicht der Karten. Von daher viel Erfolg. Ich mag die drei der Münzen. Ja, und wenn man dann noch sieht, dass da oben die eine Person eine Sichel hat und der andere so ein Goldtaler, ja, finde ich gut, finde ich schön. Ja. Ja, liebe Waagegeborene, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Yes. Nun kommt der Skorpion an die Reihe. Liebe Skorpione, Venus bleibt noch bis Freitag euch erhalten. Gut für euch, angenehm für euch. Der Vollmond im Krebs ist auch angenehm für euch, unterstützt euch auch beim Loslassen, was ja nicht so euer Ding ist. Und wenn dann Venus in den Schützen reist, dann ist das zwar nicht so das Allertollste für euch, aber es ist auch ganz angenehm, dass mal jetzt keine Bewegung mehr in eurem Zeichen herrscht. Ihr hattet ja lange genug da auch durchaus anstrengende Aspekte. Zeit für euch zu chillen und ganz gemütlich in das neue Jahr zu reisen. Ich hoffe, auch die Karten geben das her. Schauen wir mal, was wir für den Skorpion dabei haben. Oh, sieh mal. Acht der Kelche. Ja, und diese Acht der Kelche finde ich auch sehr, sehr spannend, denn hier sehen wir mal ganz ein anderes Bild. Und wo haben wir jetzt die Acht der Kelche? Sie kommen gleich. Ja, in dem Buch sind sie leider ein bisschen anders. So, hier haben wir Acht der Kelche und hier geht es jetzt ins Heilige Land, um eine hebräische Legende. Es geht um Moses. Wow. Die Acht der Kelche steht dafür, die angenehmen Dinge hinter sich zu lassen, um nach Höheren zu streben. Moses wurde als ägyptischer Prinz erzogen. Er kannte jedoch, dass er sein königliches Leben voll Luxus aufgeben und mit einem spirituellen und asketischen Dasein tauschen muss. Ja, da lässt er sein Glück hinter sich und reist in eine wüste Welt. Ich finde, das hat durchaus was Skorpionisches. Es zeigt vielleicht auch, dass wenn euch Venus jetzt verlässt, dass ihr dann auf andere Art und Weise euer Glück wiederfinden müsst. Aber eigentlich eine sehr schöne Karte. So, ja, für ich finde auch sehr gut dargestellt. Ne? Da kann man richtig sich vorstellen, wie Moses so durch die Wüste wandeln muss und nur einmal ins Heilige Land sehen darf, weil er eben Gott also in Frage gestellt hat. Ja, finde ich auch. Sehr tolle Darstellung, gefällt mir. Liebes Skorpione. Das ist auch wieder so eine Karte des Übergangs irgendwie, die haben wir einige davon. Ne? So, nicht genau. Liebe Skorpione, dies waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Nun kommt der Schütze noch dran, als letzter heute im Tierkreiszeichen. Danke für eure Geduld.
Ihr habt's gehört. Ihr habt Grund zu feiern. Venus zieht am Freitag, dem Tag der Göttin Freya Venus, in euer Zeichen ein und gesellt sich zu Mars, der allerdings schon ziemlich am Ende dieses Zeichens ist. Für euch ist das aber trotzdem eine ganz tolle Konstellation, um ordentlich zu feiern und euch auf Silvester zu freuen. Und dass euer Herrscher Jupiter auch noch am Silvestertag direkt wird, ist natürlich noch ein besonderer Bonus. Also ihr habt eine wirklich gute Zeit, um in das neue Jahr zu starten. Jetzt muss das auch noch aus Sicht der Karten passieren. Ja. Na, haben wir hingekriegt, da kein Druck. Wir haben die Münze, da haben wir die Münzen. Die Legende von der Wassermelone. Die 9 der Münzen bedeutet Erfolg. Harte Arbeit und Geduld haben zu einer erfolgreichen Ernte geführt. Und nun genießt sogar der Kaiser die Wassermelonen. Von Mai an Diem. Der Weg war lang und hart, doch all die Mühen haben sich ausgezahlt, dass er so hartnäckig blieb. Ja, das klingt doch sehr nett. Und die 9 der Münzen ist immer eine tolle Karte. Ich finde, das Jahr mit der 9 der Münzen abzuschließen, ist wirklich was sehr Schönes. Die ganzen Märchen, die wir euch heute gezeigt haben, da wird es sicher auch nochmal andere Videos zu geben. Aber vielleicht habt ihr auch einfach Lust, die Märchen selbst zu recherchieren. Ich werde sie in die Shownotes reinschreiben, damit ihr sie euch anschauen könnt. Ne? Und dann vielleicht auch noch gleich eine nette Lektüre über die die Weihnachtsfeiertage habt. Ja. Gut, liebe Schützegeborene, das waren unsere Worte für euch und die kommenden Tage. Nun gilt es noch, die Quintessenz zu berechnen, richtig, nicht wahr? Ja, so sagt's die Regie. So, das war unser Spirit Guide. Bist du bereit, liebe Kirsten? Ja. Wir haben 0 mit dem Page der Schwerter und wir haben 5 der Münzen. Ja. 7 der Kelche. 12. 2 der Münzen. 14. 9 der Schwerter. 23. 6 der Schwerter. 29. 10 der Stäbe. 39. Ass der Münzen. 40. 4 der Schwerter. 44. 3 der Münzen. 47. 9 der Kelche. 56. 8 der Kelche, also 8 der Münzen jetzt noch. 64 insgesamt. Ja, 64, das ergibt die 10. Karte Schicksals. Ja, was ist das für eine Geschichte? Ja, das erzähle ich euch gerne noch. Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals. Das kommt aus Westafrika von den Anansi. Das Rad des Schicksals, angetrieben von einem Tricksergott, dreht sich immer fort. Glück kehrt sich zu Unglück, Hoffnungslosigkeit zur Freude. Dies scheint willkürlich zu geschehen, aber alle Schicksale sind Teil eines Netzes und wirken aufeinander ein. Mhm. Auf jeden Fall ist das Rad des Schicksals ja perfekt für den Jahresabschluss, muss man sagen. Ne? Wir gehen jetzt einfach ins neue Jahr und sind tatsächlich zwischen den Jahren mit dieser Karte. Finde ich ziemlich genial. Definitiv. Und ich mache mal schnell da ein bisschen was weg, dann sieht man es nämlich noch mal besser. Also das ist ja wirklich, sind ja eigentlich 2 Personen, zwar nur ein Kopf, aber 4 Hände, 4 Füße von daher gesehen. Also wirklich so ein Tricksergott, der alles versucht und alles kann. Finde ich auch noch eine lustige Darstellung. Und hinten das Rad des Schicksals mal sehr filigran in Form eines Spinnennetzes. Ja, hängt der da im Spinnennetz? Oder? Der ist im Spinnennetz drin, ja. Ich kann es nochmal ein bisschen größer machen. Also ist er wahrscheinlich eine Spinne in irgendeiner Form.
Ja, kann man schwer sagen. Aha. Ja, das ist eine Geschichte, die ihr dann recherchieren könnt, wenn ihr Lust habt, wie alle anderen. Wie gesagt, ich stelle die Märchen ein und ich denke, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende und ihr könnt noch ein wenig Weihnachten feiern. Kirsten, vielen Dank fürs Dabeisein. Euch da draußen wünschen wir noch einen tollen Abend. Genießt ihn. Danke, dass ihr uns über die ganze Zeit gewogen bliebt. Danke für eure Kommentare. Bleibt bitte gesund und vergesst bitte nie, never give up.